Wenn du mich kennst, dann weißt du, dass ich eigentlich ein sehr, sehr positiver Mensch bin. Ne? Und heute sage ich auch mal zu dir, die Hälfte deiner Trades wird nicht funktionieren. Und warum das so ist und was das für dich bedeutet, das erfährst du jetzt hier in diesem Video. Hallo, mein Name ist Jens Rabe von der Jens Rabe Academy und ich bin seit 26 Jahren an der Börse. Okay, das habe ich jetzt schon häufig gesagt, aber eine der Sachen, die ich erst relativ spät begriffen habe, ist, dass wenn man ein positiver Mensch ist, so wie ich, dass das manchmal an der Börse ja, ein bisschen negativ sein kann, und zwar negativ in Bezug auf die Ergebnisse, die man erzielt. Warum? Wir gehen natürlich an jedes Investment heran und sagen, das wird ein Gewinner. Also immer wenn wir einen Trade machen, sagen wir, hey, was ist unsere Erwartungshaltung? Das ist ein Gewinner. Und das ist eigentlich das, was positive Menschen auszeichnen, dass sie rangehen und sagen, okay, ich bin alles, was ich in die Hand nehme, wird schon irgendwie gut werden. Ich werde immer irgendwie was rausziehen. Und es gibt ja auch diese Sprüche, ne? Entweder ich gewinne oder ich lerne etwas daraus. Und das ist alles richtig. Ne? Und wenn du hier dieses klassische Ding machen würdest, so, das ist hier so ein Wasserglas, ne? Ja, bei mir ist es immer halb voll, bei mir ist es niemals halb leer. Trotzdem kann das an der Börse ein bisschen hinderlich sein. Warum? Weil wir uns dann manchmal auch Dinge nicht so recht vor Augen halten, die uns finanziell sehr, sehr schaden können. Also, wenn wir sagen, jeder Trade, den ich mache, gehe ich davon aus, dass es ein Gewinner wird. Ich erwarte also das Positive. Ne? Dann ist das zwar eine gute Einstellung, aber es ist natürlich, und das ist, glaube ich, das kannst du nachvollziehen, egal wie lange du jetzt an der Börse bist, es ist jetzt keine es ist keine Realität. Ne? Nicht jeder Trader wird ein Gewinner werden. Es gibt keinen Trader auf der Welt, außer in irgendwelchen Instagram- oder TikTok-Werbung, die immer Geld machen. Das kann überhaupt nicht funktionieren. Keine Strategie funktioniert in jeder Börsenlage. Nicht jedes Setup funktioniert. Nicht jede Firma, die du fundamental ausgesucht hast, wird am Ende sich durchsetzen und so weiter und so fort. Börse ist halt Leben und im Leben funktioniert da auch nicht alles. So. Und deswegen ist es gut zu sagen, okay, wenn ich, und da kommt jetzt ein bisschen dieser Satz, wenn ich davon ausgehe, stell dir das mal vor, was, wenn du dich das fragen würdest, dass jeder Trade oder jeder 50% deiner Trades, die Hälfte deiner Trades werden nicht funktionieren. Was ist dann daraus die Konsequenz? Also, sagen wir, du machst 100 Trades oder 100 Investments. Das spielt jetzt eigentlich keine Rolle. Ja? So, 100 Stück. Und du würdest jetzt mal dieses Gedankenspiel mit mir machen, würdest sagen, okay, 50 funktionieren und 50 funktionieren nicht. Was ist das Positive? Na hier, die 50, die funktionieren, die bringen dir Geld. So, musst du dich eigentlich sehr um die kümmern? Nein, weil wenn du eine Aktie kaufst und die läuft, die geht nach oben, das ist da alles schick. Na, dann was willst du dir da vergangen machen? So, aber was ist eigentlich das große Problem an der Sache? Dass es 50 gibt, die werden dich Geld kosten. So. Und hier kommt jetzt der Punkt, den viele, viele unterschätzen. Nämlich, jetzt kommt das, und ich kann leider nicht so gut zeichnen, deswegen schreibe ich es lieber mal hin, dass viele sagen hier Vogelstrauß. Ne? Wird Strauß mit S oder mit SZ geschrieben? SZ. Also, wenn das falsch ist, ne, das liegt an meinem Kameramann Richard, wenn es jetzt falsch ist. Okay, also SZ. So, Vogelstrauß, ne? Die stecken ihren Kopf in den Sand und sagen, ach, diese Verlierer, das gleicht das Ganze schon aus. So. Aber das stimmt natürlich. Und wenn du zum Beispiel jetzt sagst, hey, du kaufst einen ETF, dann ist es ja so, dass du automatisch hier diese Gewinner, aber auch automatisch diese Verlierer hast. Und damit hast du, wenn du in einen Index investierst, eben ja auch nur Durchschnitt. So. Immerhin. Aber das ist doch nicht dein Anspruch. Ist es denn dein Anspruch, Durchschnitt zu sein? Also ich weiß nicht, wie dir es geht, aber mein Anspruch ist es im Leben nicht, Durchschnitt zu sein. Ne? Jetzt definiert jeder ein bisschen was anderes als Durchschnitt, aber Durchschnitt sein ist doch irgendwie, also du wärst nicht hier, du würdest dich nicht heute um das Thema Börse kümmern, wenn du Durchschnitt sein möchtest. Bin ich überzeugt davon. So, und deswegen musst du Folgendes machen. Wenn du dieses Gedankenexperiment mit mir mal machst, die Hälfte meiner Trades werden nicht funktionieren, dann wirst du dich um das hier kümmern, dann wirst du sagen, okay, wenn das hier nicht funktioniert,
diese 50% Trades, na, dann muss ich mich um die kümmern. Dann muss ich mich um die kümmern. Und das kann zum Beispiel sein, dass du sagst, hey, ich muss Stops einbauen. Jetzt gibt es vielleicht den einen oder anderen, der sagt, ich bin aber gar kein technischer Investor. Ich bin ein fundamentaler Anleger. Ich bin ein Value-Anleger. Und das ist jetzt ein großer Denkfehler, dass Leute sagen, bloß weil sie Aktien nach Value-Gesichtspunkten aussuchen, nach fundamentalen Gesichtspunkten, dass sie dann keine Stops haben. Und damit meine ich jetzt keine technischen Stops. Technischer Trader hat es da relativ einfach, ne? Der sagt, hey, ich habe ja eine Aktie, die geht nach oben und wenn die jetzt hier, was weiß ich, wenn die jetzt hier ausbricht, so, dann will ich die einfach kaufen und wenn es nicht funktioniert, kommt hier der Stop hin und das ist eben mein Risiko, weil ich eben, ich habe zwar die Erwartungshaltung, dass es hier nach oben geht, aber es kann ja auch so hier passieren. Okay, das ist ziemlich simpel. Aber überleg dir mal, was macht denn eigentlich ein fundamentaler Investor? Ein fundamentaler Investor macht im Grunde nichts anderes. Der macht nichts anderes, bloß dass er nicht auf den Chart schaut, sondern er schaut auf die Vergangenheit. Ne? Der schaut auf die Vergangenheit und sagt, okay, hier gibt es bestimmte Kennzahlen. Zum Beispiel die Kennzahlen der letzten 10 Jahre. Okay, und die guckst du dir jetzt irgendwo an, bei Fastgraphs, bei Value Line, wo auch immer. Ne? Die meisten, wenn du jetzt sagst, ich habe noch nie was von Fastgraphs gehört, ich habe noch nie was von Value Line gehört, von Morningstar und du bezeichnest dich aber selbst als Value-Investor, dann weißt du schon mal, dass du keiner bist, weil dann würdest du das kennen. So, aber du schaust dir jetzt beispielsweise die Kennzahlen der letzten 10 Jahre an und jetzt sagst du, okay, weil, und von mir aus noch das Geschäftsmodell und, ja, und den Burggraben, also ihr Mode und so weiter und so fort. Und jetzt machst du eins, du machst eine Projektion in die Zukunft. Du sagst, okay, aufgrund dessen, wie es die letzten 10 Jahre lief, aufgrund des Modells dieser Firma, des Geschäftsmodells und so weiter, aufgrund des Burggrabens, die ich habe, mache ich eine Projektion in die Zukunft und die sagt mir voraus, dass diese Aktie gerade günstig ist und dass die sich in Zukunft gut entwickeln wird. So, es kann aber Folgendes passieren, dass das falsch ist, dass deine Projektion falsch ist oder aber, dass die Firma irgendwas ändert und dass plötzlich die Kennzahlen sich verschlechtern und dass du eben sagst, bislang waren die Kennzahlen von mir aus so hier, die sind jedes Jahr ein bisschen gestiegen. Ne, und aufgrund dessen habe ich gesagt, okay, ich kaufe die Aktie und jetzt passiert Folgendes, jetzt beginnen die Kennzahlen das hier zu machen. Ändert sich irgendwas? So, weil die Kennzahlen ändern sich, das Modell der Firma ändert sich, der Burggraben ist plötzlich nicht mehr da, ne, weil plötzlich neue kommen. Machen wir Netflix. Netflix am Anfang riesigen Burggraben gehabt, es gab keinen. Ne, mittlerweile Burggraben von Netflix ist weg, weil es einem so viel andere gibt. So, und dann musst du aber auch bereit sein, das hier zu machen, nämlich einen Stop einzuziehen und zu sagen, hey, wenn sich das hier verändert, dann muss ich mal irgendwann das Ganze auch verkaufen, weil es funktioniert ja nicht. Weil blindes Buy and Hold, ne, Buy and Hope ist das dann ja meistens, das ist Vogelstrauß-Taktik und die funktioniert nicht. So, und jetzt nochmal, 50% deiner Trades gehen schief. Wenn du dir die besten Investoren der Welt anschaust, egal ob das jetzt ein Value-Investor wie Warren Buffett ist, ob das ein Druckenmiller ist, ob das ein Soros ist, wer auch immer, all diese Giganten lagen falsch und zwar wahrscheinlich in 50% der Fälle. Warum haben die trotzdem ein Vermögen an der Börse gemacht? Die haben ein Vermögen an der Börse gemacht, weil sie die Dinge, wo sie richtig lagen, haben laufen lassen. Und die Dinge, wo sie falsch lagen, auf irgendeine Art und Weise vom Risiko her begrenzt haben. Und genau das musst du auch machen. Ne? Dinge auf Null fallen lassen, ist dumm. Das ist einfach nur dumm. Und deswegen mach dieses Gedankenexperiment. Sag einfach, was ist, wenn 50% meiner Trades schiefgehen? Was ist, wenn 50% der Aktien in deinem Portfolio, wenn die Firmen pleite gehen? Ne? Kannst du dir vielleicht nicht vorstellen, aber es wird passieren, über kurz oder lang. Und dann musst du einen Plan haben. Und es ist immer besser, sich den Plan vorher zu machen, als sich den Plan dann erst später zu machen. So, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das Ganze nennt man übrigens Risk Management. So, das ist nämlich nichts anderes als Risikomanagement. Risikomanagement ist, sich im Vorfeld Gedanken zu machen, was tue ich, wenn etwas schief geht. Und wenn du mehr über Risikomanagement lernen willst, wenn du wissen willst, wie man damit umgehen kann, wie man Risiken nicht ausblenden kann, weil die kannst du nicht ausblenden, du kannst nicht verhindern, dass Dinge nicht so laufen, wie du willst, aber wie du sie
für dich handelbar machen kannst, dann kannst du das mit unserer Hilfe tun, wenn du willst. Melde dich einfach mal an bei uns für ein kostenloses Erstgespräch und dann sprechen wir mal darüber. In diesem Sinne, wir hören und sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss, Servus, mach's gut, bye bye.